Als Landesregierung haben wir entschieden, ab dem Schuljahr 25/26 mit den Jahrgängen 5 und 6 aufwachsen, das neunjährige Gymnasium als Regelform einzuführen. Und trotzdem wird es weiterhin möglich bleiben, auch G8-Züge einzurichten, wenn das vor Ort gewünscht wird. Wir haben gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis in den letzten Wochen und Monaten ein neues G9-Konzept erarbeitet, das die Ansprüche und Herausforderungen der Zukunft in den Blick nimmt. Nur wenn wir unseren Kindern die richtigen Kompetenzen und Fähigkeiten für die Herausforderungen von morgen mitgeben, bleibt Baden-Württemberg auch zukünftig ein starkes Land mit hochqualifizierten Menschen und einer innovativen Wirtschaft. Das neue G9 umfasst deshalb 5 zentrale Innovationen. Erstens, die Basis muss sitzen. Denn sonst fällt alles, was danach kommt, unnötig schwer. Darum legen wir einen weiteren Schwerpunkt auf die Grundlagenfächer in der Unterstufe und geben jeweils eine Stunde mehr in die Fächer Deutsch, Mathematik und in die erste Fremdsprache. Zweitens, auch die Naturwissenschaften gewinnen noch mal mehr an Bedeutung. Deshalb stärken wir besonders die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Wir setzen also dort an, wo Baden-Württemberg in der Vergangenheit stark war und auch in der Zukunft stark bleiben soll. Wir bündeln Kompetenzen im Bereich Informatik, künstliche Intelligenz und Medienbildung in einem eigenen Schulfach für alle Schülerinnen und Schüler. Und wir stärken die Fächer Physik, Chemie und Biologie und setzen so einen starken naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Drittens, es ist von großer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass die Generationen nach uns ein tiefes Verständnis und eine echte Wertschätzung für unsere Demokratie und unsere gemeinsamen Werte besitzen. Deshalb stärken wir den Bereich Demokratiebildung und setzen in einer Zeit, in der unsere freie Gesellschaft zunehmend unter Druck gerät, ein wichtiges Signal. Und dafür geben wir zusätzliche Stunden in die Fächer Gemeinschaftskunde sowie Geografie und verbinden dies mit einem projekt- und praxisorientierten Lernen. Zusätzlich unterstützen wir das demokratische Lernen im Rahmen des Klassenverbandes durch jeweils eine verbindliche Klassenlehrerstunde in Klasse 5 und 6. Viertens, es braucht ein Verständnis für die eigenen Fähigkeiten und die damit verbundenen Möglichkeiten auch im Beruf. Deswegen bauen wir die berufliche Orientierung aus und ergänzen sie um neue verbindliche Praktikumsformate. Und fünftens, jeder und jede lernt anders. Deshalb braucht es mehr Zeit, um adäquat auf die Entwicklungsphase der einzelnen Schülerinnen und Schüler einzugehen. Darum intensivieren wir die Lern- und Leistungsentwicklung durch ein individuelles Mentoring in den Klassen 7 und 10. Auch bei der Grundschulempfehlung gibt es Neuerungen. Wir machen sie in Zukunft für das Gymnasium wieder verbindlich. Es gilt die Regel 2 aus 3. Das heißt, für den Besuch des Gymnasiums sind in der Zukunft neben dem Wunsch der Eltern auch die entsprechenden schulischen Leistungen oder die Ergebnisse im landesweiten Kompetenztest CONPAFS 4 ausschlaggebend. Sollte dennoch der Wunsch bestehen, auf das Gymnasium zu gehen, wenn auch nur ein Kriterium erfüllt ist, gibt es die Möglichkeit eines Potenzialtests. Jedes Kind sollte möglichst auf dem Niveau lernen, auf dem es die besten Fortschritte und Erfolge erzielen kann. Und ich bin mir sicher, mit diesen Weichenstellungen ist das neue G9 hervorragend aufgestellt und unsere Kinder sind bereit für die Aufgaben und Fragen, die die Zukunft an sie richtet.